Der Stapel aus Heuballen reicht bis kurz unter den Rand der Mauer. Ich kann mich recken, so viel ich will. Die Mauerkrone ist außer Reichweite. Was mir fehlt, ist ein Stück aus Alice Wunderland. Ich stecke das Ende des Werkzeugs in den Riss und schiebe den Deckelheber mit Schwung hinein. Er bleibt in der Wand stecken und sieht wie eine extra dafür gebaute Trittstufe aus. Der Strick, mit dem die Ziege festgebunden ist, hat sich in der alten Pflugschar verheddert. Hey, Ziegenbart! Das Vieh fixiert mich mit einem bösartigen Blick. Hinter der Bosheit und der Wut ist eine kühle Intelligenz spürbar. Wie geht's denn, mein Junge? Ich fühle mich mindestens so bedroht wie damals von dem Mörder und seinen Schlägertypen in Paris. Das einzige weitere Objekt, das mich auf dem Tisch interessiert, ist ein kleiner Sack. Als ich meine Finger in das weiche weiße Pulver stecke, wird mir klar, um was es sich handelt. Gips. Damit habe ich im Kindergarten Abdrücke von Pfotenspuren gemacht. Ich versuche, die Platte zu bewegen, vergeblich. Ich stecke meine Finger und den Daumen in die Löcher in der Wand. Nichts geschieht. Die Statue ist zu schwer. Ich kann sie nicht hochheben. Sie verliert das Gleichgewicht und fällt in den Sand. Als ich den Stein aufstelle, bemerke ich, dass er ein paar Löcher im Sand hinterlassen hat. Ich streue Gips auf den Sand, bis die Löcher gefüllt sind. Ich streiche den Gips auf dem Sand glatt. Dies ist meine erste Erfahrung in puncto Heimwerken. Das Handtuch ist fast komplett trocken und hat nur noch ein paar feuchte Stellen. Thank you.
Ich halte das Handtuch unter den Hahn, bis es sich mit Wasser vollgesogen hat. Das Wasser wird von dem Gips rasch aufgesogen. Vorsichtig hebe ich das hart gewordene Stück Gips aus dem Sand. Auf der Rückseite bildet es eine perfekte Kopie der Statue.